Peace Leute, was geht? Ich bin's mal wieder, euer Popcorn Kicks hier mit dem lieben Walker. Popcorn, genau. So, ja, ich habe ja meine Ulti davor auf Level 1, nice. Wir zocken heute mal eine Runde Aram und letzte Mal Dominion und wir haben irgendwie Bock auf ein bisschen. Yo, so solche Games halt, ne? Wo warst du gerade stehen geblieben? Was wolltest du mir sagen? Ich hab diesen Set macht immer Patch One Downstar. Ja. Alter, das ging 45 Minuten. Ja. Habe ich mir heute Morgen reingezogen, ey. Alles? Ja. Ich habe nur die ersten 10 Minuten ausgehalten, Mann. Ich habe das meiste kenne ich eigentlich schon so. Was macht die Akali da? Yolo, swag, Yolo. Hier raus, yes. Du. Boah, ich fühle mich gerade wie so ein Aram am Abend, Alter. ihr müsst bedenken, es ist auch gleich schon 11 Uhr und wir zocken Aram, hallo? Aram in der Nacht. Ja. Keine Nachmache oder so. Also, please. Alter, der Sprung ist ja so weit von weit, ne? Das musste ich jetzt mal austesten, einfach. Junge. Wurde er gebufft? Wenn du, ich weiß jetzt nicht ganz, was die Passive alles bringt, aber wenn du mit irgendeinem Spell von dir Gegner triffst, dann wird der ja so markiert. Mit so einem Assassinzeichen, ne? dann kannst du, wenn du in deiner, Puma-Form da bist, und dann einen Sprung machst und der in so einem komischen Radius von dir ist, dann kannst du bis zu dem Gegner hinspringen irgendwie, also mega weiße Sprünge kann man damit machen. Cool. Kann man damit auch über die ganze Map fliegen? Keine Ahnung. Sieben wir also, okay? Ja, die war die Seed, das war scheiße. Dürfte ja nicht gehen, weil das eigentlich in dem Radius wäre, aber wenn er sich dabei wegflashen will und trashen dann oder so vielleicht. Ja. Keine Ahnung. Das wäre richtig krasser Bug, Alter. Fliegst du einfach die ganze Map? Ja. Bin jetzt aber nicht der übelste Nidalee Pro, dass ich das alles weiß. Ja, ich auch nicht. Ich habe Nidalee, glaube ich, nicht einmal in meinem Leben gespielt. Ich habe sie ja nicht mehr. Früher im Free habe ich die nie einmal gespielt. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, so einen Speer zu werfen. Krass, ne? Und das auch als Midlaner. Früher hat sich das richtig gebockt. Und jetzt, ja, macht der nicht mehr so viel Damage, aber... Wurde der wieder breiter gem... Oh, the Dodges. Nein. Oh, wie hat er mich denn nicht getroffen? Boah, der Damage von Wilkos. Brutal. Ich hab mein Bohren noch nicht gefüttert hier. Ja, noch nicht. Jo. Oh, Grace macht auch Damage. Ich glaube, ich zack den Nils wieder im Rank. Der macht richtig geilen Damage. Ja, du musst nur halt vorsichtig sein, wenn du zu nah gehst. Ja, ja. Aber trotzdem macht mit seinem Dings hier. Schuster. Brutal. Mit Leona-Kombo vor allem, ey. Ja. Das tut richtig. Was ist mit der. Okay. Was geht bei der Lux? Hast du gesehen? Ja. Genau wie vorhin. Alter! Das macht Spaß! Ach komm schon. OP Heal. Spielt die Luxa zum ersten Mal? Meinte, dass sie ein scheiß PC hat. Wann? Ah, das shit, also hab ich nicht gesehen. Nice. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, dass er schon tot ist. So, guck mal die Mechanics. Gleich auf Fiddle. Ach, da wollte ich die den Kill auch schnappen. Nee, geht nichts. Ja, was war das? Ich hab grad ein bisschen Lag, aber also ich war eh tot, ist nicht so schlimm, dass ich Lag hab. Hatte.
Also das Guide, was ich gemacht habe für Zed, das ist schon nice. Also hat schon uploaded? Nee, ich hab's nicht mehr aufgenommen oder so. Also ich kam gar nicht dazu. Ich habe alles schon vorbereitet, den ganzen Deck schon. Also du bist aufnahmebereit. Jo. Ich weiß nicht, ob ich das morgen früh oder so mache. Oder morgen Abend irgendwie, weiß ich nicht, schneiden kann. Ich weiß nicht, aber wie ich das schneiden soll. Ich habe auch Aufnahmen gemacht, ne, und sowas. Ja. Halt so Spells gezeigt, zum Beispiel am Anfang einfach stumpf erklärt, wer Zed überhaupt ist. Dann später auch so wirklich Profi-Tipps gegeben. Naja, Profi-Tipps, krass. Sowas nimmt auch mal der Popcorn im Mund. Nein, aber so wichtige Tipps, die man halt braucht. Wie man im Early Game mit ihm umzugehen hat, Mid Game und Late Game. Verschiedene Item-Builds, Item-Build-Starte. Start. Oh, fuck. Scheiße, man. Nicht mehr geschafft, wegzugehen. Ich gehe da auf viele Dings rein. Also ich erkläre auch diesen Unterschied, was man zuerst killen soll, Q oder E. Oder was sinnvoll ist, immer was zuerst zu maxen. Also was sinnvoller wäre. Also auch ein Guide für kleine Leute, die sich nicht so mit LOL auskennen. Auch, am Anfang ja auch und dann am Ende so mehr das wirklich, was du als Zed so zu erledigen hast. So, ja, das ist rot. Bitte? Die Ulti gerade von... Ja, ist geil, ne? Boah, ich zock Grey, ich hab gerade richtig mich verliebt in Grace, ey, der ist so geil eigentlich. Der macht so Damage einfach, so ein Burst, so krass. Die Nida ist jetzt auch mein erstes Game seit dem WeWork. Guck mal, ey, dieser Damage. Oh, lol! Ich hab mich gewundert, wo bleibt die Dings? Akali, das W kam, aber sie nicht. Ja, ich glaube, die trollen jetzt einfach, ne? Ach. Jump! Ja. Heal. Spear. Aua. Trap. Jump. Spear. Oh mein Gott, scheiße, ich hätte es fast geschafft. Nein, ich bin tot. Scheiße. Ich bin tot. Ah, ich bin auch tot. Report Team, everything about the team. Scheiße, ich würde doch eigentlich AD spielen. Naja. Aus Reflex AP gebaut oder was? Ja. Nice. AP Niederlies, aber es sackt, oder? Ja, also. Früher hat man ja AP Niederli auch nur noch gespielt wegen Spear. Und Poke. Also, ganz früher wurde auch sogar noch öfters AD gespielt. Ja, jetzt am Ende, wo die wirklich kurz vor diesem Nerf. Oder vor der Veränderung wurde sie ja richtig gerusht mit Midlane und so. Ja. Weil das war auch schon richtig scheiße mit dem Poker. Der war richtig krass langsam. Six ist auch so ein krasser, der macht immer noch so viel Poke, den kann man fast als Niederli ersetzen. Sein ja. QE. Ich hatte gerade im letzten Game hatte ich einen Six im Team und der hat richtig geilen Poke gemacht. Der hat einen Amumu einfach mit einer Combo einfach Half-Life gemacht. Weil Six ist ja auch noch das mit der Ulti. Dass du einfach nur jemals auf der Lane sein musst und hier einen Kurs weiter pushen kannst. Ja. Aber ein really strong Chain. Ja. Ein Gott hier fast schon. Das Spur macht Spaß. Ja, TF siehst nichts, ne? Schlecht für dich gelaufen. Jetzt. Lux. Ach, ach, jetzt gehen die alle auf mich drauf, das ist unfair. Ach. Oh, Mist. Wieso haben die beide mir den gestealt? Aber schade. So. Akali auch 11k, naja. Wieder so ein schnelles Spiel, Alter. Ja, wir können es halt. Einfach, als wäre das so Minecraft-Parts, ey. GG. Also ein Axe-Ball-Game dauert gerade mal so lange.
Ja, Leute, wir kennen's. Genau. Da kommt der Viertel mit Flash und mit 4 und mit. Oh. Ach. Oh. 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 Und da ist er schon. Für RTF ist hinter euch. Oh mein Gott, der gangbangt euch jetzt aber richtig hart. Guck mal, der ist so sneaky. Der ist sneaky. Sneakier als sneaky. Das ist ich kill ihn. Oh oh. Geh du erstmal. Ja, mal gucken, wie viel Damage der macht, ey. Der hat mich ignited, was soll das? Report him, please. GG. Zack. Zack. Aua. Tut weh. Scheiße. Na, ich glaube, ich muss Schild aktivieren. Ja. Naja, Leute, das war's mit dem Aram am Abend. Nein, Spaß. Mit dem neuen Teil und bis dann. Ciao. Tschüss.